Bei sonnigem Wetter fand in Altheim wieder der traditionelle Faschingsumzug statt. Tausende Zuschauer warteten gespannt auf die närrischen Gruppen. Ja, der Faschingszug hat in Altheim schon eine sehr große Tradition. Und der SK Altheim veranstaltet den Faschingszug jetzt schon seit 1997. Und ja, der heutige Faschingszug, glaube ich, ist wieder ein Highlight. Nicht nur aus Österreich kamen die Gruppen, sondern auch aus dem benachbarten Bayern. Angeführt wurde der Umzug von Prinzessin Barbara. Ihre Aufgaben sind klar definiert. Wir müssen eigentlich hauptsächlich schön sein, Zuckerl schmeißen, lachen und gut drauf sein. Ihr zur Seite sitzt Prinzessin Anna. Ihre Aufgaben? Ja, einfach da sitzen und schön sein. Die Anzahl der teilnehmenden Gruppen konnte wieder gesteigert werden. Angemeldet haben sie 37 und bis jetzt sind über 40, 41 sind genau da. Wegen und Fußgruppen. Darüber freut sich natürlich auch der Stadtregent. Traumhaft, wunderbares Wetter, viele Mitwirkende, toller Besuch, gute Stimmung, darüber dürfen wir uns freuen. Die Themen waren wieder weit gestreut, so durfte die regionale Politik nicht fehlen und auch die internationale Politik wurde durch den Kakao gezogen. Auch revolutionäre Erfindungen wurden präsentiert, wie ein selbstfahrendes Elektroauto mit enormer Reichweite. Neue Designstudien, die auf keiner Automesse zu sehen sind und vieles mehr. Ja, was denn, wir müssen da ein bisschen schauen, Recht und Ordnung, Drogen, einfach ein bisschen, dass alles im grünen Bereich bleibt. Ja. Nebenbei besorgen wir die Bevölkerung ein bisschen mit einem Stoff, damit es da ein bisschen gut drauf sind, ja, aber passt. Garden gehören zum Fasching dazu und davon gibt es in Altheim gleich mehrere zu sehen. Und das, glaube ich, zeugt doch davon, dass wir in Altheim eine Tradition haben mit dem Fasching, dass die Leute gern herkommen. Es hat natürlich wahrscheinlich auch auf sich, dass nächste Woche in Wüdenau dann der Faschingzug ist, in 14 Tagen dann in Riert, und dass sie die Leute dadurch ein bisschen mehr antun und nicht wegen einem Faschingzug einen Wagen aufbereiten, sondern gleich für mehrere. Die Faschingszeit ist heuer ja besonders lang und so wird in Altheim diesbezüglich noch einiges geboten. Ja, es gibt da noch vom Höferrat bzw. von der Faschingsgilde dreimal das Gschnass. Es gibt den Feierlgut-Maskenball, es gibt den Kinderfasching am Faschingssamstagnachmittag in der Rudolf-Wimmer-Halle und am Fasching-Dienstag hier am Stadtplatz, Fußgängerzone. Alle sind herzlich begrüßt, willkommen, Helau und Halligalli. Der Faschingsumzug zog im Anschluss noch weiter zur Sporthalle, wo das närrische Treiben dann noch viele Stunden weiterging.